Wir gucken mal ganz kurz ins letzte Holzinsel-Video rein. Ja, Holzinsel ist ein Highlight-Kanal von Ungespielt. Gehen wir rüber zu Payback. Payback 5 mittlerweile. Ist so? Alter. Huch! Wer ist das denn? Wessen Thumbnail ist das denn? Da hat der liebe Holzinsel, wer auch immer dahinter in den Kulissen sitzt, einfach mal mein Thumbnail benutzt und das in das Highlight-Video reingeschnitten. Dafür natürlich Ehre geht raus. Aber jetzt ziehen wir uns das Video von Mimi rein und zwar Leon Mascher im Geisterwald. Ganz doll gefährlich. Der Geisterwald. Okay, also zuallererst, das Video ist laut Leons Aussage FSK 16. Heißt das, dass die 1,7 Millionen Aufrufe nicht von seinen Zuschauern gekommen sind? Kaum vorstellbar. Okay, in dem Video fährt Leon mit seinen Freunden an die Ostsee. Bedeutet mit Erdem, Dennis, Cero und Milot. Dort angekommen, bauen die ein Zelt auf, gehen dann irgendwann pennen, wachen dann am Morgen wieder auf, gehen einkaufen und zerballern ein paar Glasflaschen mit einem Basketball. Oh, als ob. Kaufen und zerballern ein paar Glasflaschen mit einem Basketball. Digga, wie, Alter, wie dumm kann man denn bitte sein? Junge, Olivenöl einfach. Alter, wie, So dumm, Jungs, Digga. Ja, das stimmt, ey. Ihr seid nicht hier auf dem Spielplatz, Jungs. Dann gehen die wieder zum Zelt und in der folgenden Nacht verschwinden auf mysteriöse Art und Weise Leute aus der Gruppe oder werden gejagt und am Ende bleibt nur noch Leon übrig. Und Komischerweise sind sie danach alle wieder aufgetaucht. Es gibt kein Happy End. So, das war jetzt die grobe Kurzfassung und nun schauen wir uns die wichtigsten Szenen genauer an. Wo willst du? Ey, aber bring mal eine Spezi mit, okay? Bringst du Spezi mit? Warum stellst du nur das fliegende Kakerlaken rein? Ich könnte sofort einschlafen. Ich auch, Digga, Alter. Ja. Gestern war die noch so motiviert und jetzt seid ihr... Was ist los? Was war das? Ey! Cero! Ey, Jungs, warte mal, chill mal, was ist das? Cero! Cero! Also Cero geht nach draußen und verschwindet. Die anderen gehen ihn suchen, aber können ihn nicht finden. Ich geh jetzt nach da. Ganz kurz, warte ich mal bitte. Aber wieso du? Ich guck auf meine Alten, deswegen gleich. Geh nicht zu weit weg, Mann. Milo, warte doch mal. Vielleicht der nächste Schrei. Ja, ey, such ihn. Wir müssen zusammenbleiben, Mann. Nein, Mann. Ey, gut, jetzt die Ruhe vom Auto. Warum fährt er alleine, Mann? Ich check den einfach nicht. Wir müssen doch zusammenbleiben, Mann. Ich verstehe das auch nicht. Hör zu, wenigstens wir müssen zusammenbleiben und ihn in Zukunft. Okay, Milot will zum Auto, um seine Würmer zu holen und verschwindet auch. Also fehlen jetzt Cero und... Ey, sowas ist immer so behindert. Immer wie in so einem Horrorfilm. Die gehen einfach alle alleine nacheinander und werden alle nacheinander abgeschlachtet. Aber man muss halt so sagen, diese Schreie waren schon effektiv. Also die haben mich trotzdem so ein bisschen bekommen. Also sie wirken halt einfach. Also sie machen halt schon ein bisschen Angst. Milot! Also auch wenn man weiß, dass es nur gefaked ist. Haben die restlichen Leute die halt weiter gesucht und... Und jemand, der 14 ist, checkt das vielleicht nicht unbedingt. Nicht gefunden. Leon meinte dann zu den anderen, dass sie die Polizei... Oh, aber guckt euch mal die Bewertung an. Saftig. Rufen sollten. Wir müssen ja irgendwie mal anrufen, Mann. Wir können nicht anrufen, ey. Ruf die Polizei an. Das kann nichts Normales sein. Ruf die Polizei an. Ey, Leon, man sieht im Video, dass du ganze Zeit mit einem iPhone rumleuchtest. Wieso hast du nicht einfach selber angerufen? Aber jetzt kommt das Beste. Wo längst ist er gegangen? Er wollte doch Richtung Auto, oder? Er wollte... Ja, okay, dann lass uns... Huch, da war er doch im Hintergrund. Lass uns da hoch. Kommt, Jungs. Kommt. Okay, Leute, jetzt wird's richtig unangenehm. Nicht, weil's... Oder nicht. ...gruselig ist, sondern weil's absolut peinlich ist. Die Szene, die ihr gerade gesehen habt, editiere ich jetzt mit meinem Schnittprogramm und stelle die Belichtung ein bisschen hoch. Oh, was sehen wir denn da? Das Zelt! Und davor steht eine Person mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose. Milot ist der Einzige mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose. Und dann... Hab ich doch gesagt, what the fuck? Sieht man hier unten noch einen sitzen? Das ist Cero! Die stehen einfach vorm Zelt, während die anderen sie angeblich... Suchen. Aber da war natürlich das Eagle Eye am Start, Alter. Hab ich einfach gesehen mit meinen Laseraugen, Digga. Ich könnte mir das ganze Video einfach schon...
cringe. Damit beenden. Aber das Ganze wird noch viel zu lustig, deswegen machen wir einfach mit dem Video weiter. Okay, also die Jungs suchen nun Cero und Milo. Was passiert als nächstes? Wir müssen jetzt Richtung Auto gehen, Mann. Wir müssen die Jungs suchen. Das geht nicht, dass wir die nicht finden, Digga. Das war's ganz vorsichtig. Chill mal. Guck mal, wer ist das? Wer ist das, Mann? Wer ist das, Mann? Lauf! Lauf, Mann! Wer denkt, was in der Hand hast oder so? Mensch, warum ist das denn so dunkel gefilmt? Ich mach nochmal die Helligkeit hoch. Das geht nicht, dass wir die nicht finden, Digga. Das war's ganz vorsichtig. Chill mal. Guck mal, wer ist das? Wer ist das, Mann? Das ist ja einfach nur so schlecht. Wer ist das, Mann? Lauf! Oh mein Gott, wie schlecht kann man sein? Oh. Wer ist das, Mann? Wer ist das, Mann? Leon, nichts für ungut, aber was soll der Scheiß? Der denkt, was in der Hand eine Axt oder so. Wie kommst du denn darauf, dass er eine Axt hat, weil er sich scheinbar die Beine abgehackt hat oder was? Das ist echt einfach nur eine Katastrophe. Aber die Bewertungen zeigen ja, wie kacke das Video war. Ey Mann, Alter! Ich weiß nicht, Alter! Was ist hier los, Mann? Also ist in der Situation Erdem verschwunden. Übrig bleiben Dennis und Leon. Die diskutieren dann ganze Zeit und dann passiert Folgendes. Komm mit. Komm. Dennis, warte auf mich, Mann. Dennis ist weg. Dennis, alles ist mir scheißegal, Bruder. Komm, komm mit. Wenn er da jetzt steht, warte, wir müssen zusammen. Was hat er in der Hand? Ein Messer? Warte, wir müssen zusammenbleiben. Dennis! Ja. Ja, ist halt normal. Also sowas passiert halt. Also ich war auch mal mit einem Freund spazieren, ganz normal. Eigentlich ganz normaler Abend, auf einmal wird er ins Gebüsch gezogen und ist einfach nicht mehr aufzufinden. Weg. Einfach weg. Aber ich habe mir dabei nichts großartig gedacht. Ich bin dann halt einfach weitergegangen. Als die Eltern dann irgendwann mich angerufen haben, mich gefragt haben, wo ist er denn hin? Ja, wurde halt ins Gebüsch gezogen und konnte ihn nicht mehr finden. Sorry. Was soll ich machen? Okay, bei Minute 7,56 fliegt Dennis dann irgendwie hinter die scheiß Pflanze und ist dann verschwunden. Das Ding ist aber, an der Stelle, wo Dennis verschwindet, waren die direkt davor schon mal. Bei Minute 7,47 ist Leon mit der Kamera vorne gelaufen. Ich mach das Ganze mal heller und ihr merkt euch diese beiden Einkerbungen hier. Hier hat Leon dann gemerkt, oh, hier ist ein guter Punkt zum Verschwinden, weil hier hinten kommt ja nur Wiese. Also haben die direkt danach gefilmt, wie diesmal Dennis vorne läuft und hinter der Pflanze verschwindet. Wenn ich das Ganze wieder hell mache, sieht man auch die zwei Einkerbungen. An der Stelle waren die übrigens nicht nur zweimal, sondern davor waren die auch schon mal da. Und zwar bei Minute 6,20 circa. Ich mach's mal wieder hell. Hier sieht man wieder die zwei Einkerbungen und hier ist die Pflanze, hinter der Dennis anderthalb Minuten später... Diese Einblendungen, die sind so göttlich. Das muss auch so Spaß gemacht haben, das zu filmen. Ich schwöre euch, solche Einblendungen zu machen, wenn man selber so vor der Kamera steht, das ist immer so bescheuert, Alter. Du fühlst dich so bescheuert. Oh mein Gott. Sieht man wieder die zwei Einkerbungen und hier ist die Pflanze, hinter der Dennis anderthalb Minuten später verschwindet. Ja. Und wenn wir hier weiterschauen... Coronavirus. Nee, aber was? Junge, es ist so geil, wie auch immer den Arsch rausstrecken. Oh mein Gott. Oh, Junge, ich komme da doch nicht klar. Dann sehen wir auch ein Schild. Dieses Schild ist später auch zu sehen, als Dennis hinter die Pflanze gehechtet ist, um zu verschwinden. Auch bei der Szene mit dem Ghetto-CGI sieht man diese Einkerbung. Hä? Die drehen einfach alle Szenen da. Genau da. Ja, normal. Die waren einfach permanent an der... Allein Ghetto-CGI, Dinger. ...gleichen Stelle. Okay, jedenfalls ist Dennis verschwunden und Leon ist jetzt alleine. Oh verdammt, was macht man denn, wenn man alleine ist? Am besten direkt umbringen. Ich finde es auch immer gut, wie man dieses Kamerarauschen da einfügt, um noch so ein bisschen so auf Horrorgame zu tun. Ja.
Alles klar, Leon versteckt sich jetzt mit aktiviertem Handylicht. Das ist normal, beste Taktik. Natürlich mega schlau. Und in dieser Gefahrensituation hat Leon noch die Geduld und Zeit, um cinematische Aufnahmen zu machen, bevor er dann von hinten geschnappt wird. Das Handy wird dann von den anderen aufgehoben und es stellt sich raus, die sind Zombies geworden oder so ein Oh mein Gott, sie sind Zombies geworden, wirklich. Oh, wow, das ist ja so gut. Ja, okay, aber das ist halt wirklich einfach. Ich muss sagen, das ist ja mehr wie so ein Sketch, könnte man sagen. Wie so ein Sketch. Das ist ja schon gar nicht mehr Prank oder so. Also zur Verteidigung von Leon. Also ich mag ihn nicht, aber muss man da zur Verteidigung einfach mal sagen? Scheiß. Jo, das war dann halt das Ende des Videos, aber gehen wir nochmal kurz zurück. Diese hässliche Schabracke bewegt sich nicht mal. Das ist einfach ein ausgeschnittenes Bild, was hin und her geschoben wurde. Irgendwie auch seltsam, dass Leon hier auf einmal transparent geworden ist. Ich wusste nicht, dass es solche Störungen in der Kamera geben kann, dass man auf einmal durch Dinge durchsehen kann. Und hier sieht man sogar noch die Reste des Bildes, die nicht entfernt wurden. Leon, hättest du deine Nichte nicht ein bisschen sauberer ausschneiden können? Aber wenn ihr jetzt denkt, dass alles, was ihr hier... Nee, das war seine Freundin. ...gesehen habt, schon todespeinlich ist, Leute, das war gar nichts. Ich habe nämlich auf Google Earth rausgefunden, wo die Junge, als ob. Ich sag euch, das ist so viel Arbeit, ich schwöre. Geltet haben. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Hoffentlich nicht in Kiel. Und zwar durch diese Ecke hier. Die Ecke wäre dann hier. Hier war das. Junge, was? Aber, als ob er die ganze fucking Ostseeküste einfach abgescannt hat, oder? Oder hat er irgendwelche Hinweise wiedergefunden? Zelt. Und hier ist der Gehweg, den man auch in Leons Video sieht. Von da aus kann man per Street View die Häuser Skyline sehen, die in dem Video bei dem Monster... Okay. Er hat wieder gute Hinweise gefunden. ...zu sehen ist. Aber was bringt uns das Ganze jetzt? Jetzt kann ich euch zeigen, was Leon uns als Geisterwald verkauft. Das ist nämlich gar kein Wald. Okay, hier ist die Häuser Skyline. Hier stand das Zelt und das hier ist der Geisterwald. Die einfach so ein kleiner Knick. Ja, Geisterwald, normal. Diese paar Bäume hier, die ohne Blätter so hier aussehen. Boah, das ist ja richtig traurig. Das ist halt einfach nur so ein Mini-Knick. Ich hoffe, ihr wisst alle, was ein Knick ist. Das hier ist ein Knick. Das nennt man Knick in Norddeutschland. Ich habe mal im Internet nach der Definition von Wald geschaut und habe das hier gefunden. Laut Definition ist Wald eine Pflanzenformation, die im Wesentlichen aus Bäumen aufgebaut ist und eine so große Fläche bedeckt, dass sich darauf ein charakteristisches Waldklima entwickeln kann. Alter, ich kann das Waldklima förmlich durch den Bildschirm spüren. Ey, Leon, wenn das für dich ein Wald ist, dann frage ich mich, was als nächstes kommt. Warst du vielleicht mal in der Wüste? Oder bist du übers Meer gelaufen? Oh mein Gott. Jesus? Oder hast du mal Berge versetzt? Jetzt mal ernsthaft, ist euch das nicht peinlich? Was soll ihr machen, Mann? Ihr könntet mein Merch kaufen. Wo ist der? Der ist in der Beschreibung verlinkt. Guck mal, auf meiner Seite ist. Nee, Milo, in meiner Beschreibung habe ich gesagt. Und für jeden bestellt... Oh, ist das behindert. Leute, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Reactions auf Mimi sehen wollt und kauft euch sein Merch. Mal gucken. Gibt's eine limitierte Adventure-Time-Wackelkarte? Ich dreh durch hier. Ja, dann gönn die dir, Dennis. Nicht nur eine, ich werde zwei nehmen. Hey, danke, dass du dir gleich mehrere holst. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir auch geholt. Und das nächste Video kommt am Montag. Digga. Nein, das war echt Premium. Das Video fand ich wieder richtig gut. Das war 11 out of 10 Leute abonniert. Den Kanal, wenn ihr mehr Reactions auf Mimi sehen wollt. Digga, er haut einfach am Montag schon Teil 7 raus. Oh! Der arme Leon. Ah! Wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war, ey, legit, das Video habe ich echt richtig hart gefeiert. Richtig geil. Ciao.